Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ja! Es ist da! Und ganz im Ernst, ich habe mich selten so sehr auf ein Paket gefreut wie auf dieses hier. Bereits vorne drauf lesen wir Vorsicht, Glas. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich die Uschi bestellt habe. Aber nein, da ist etwas drinnen, das tatsächlich wesentlich wichtiger für das deutsche cinematografische Kulturgut ist als Uschi Glas. Nämlich diese tollen Dinger hier. Jeder kann sich erinnern, dass ich vor ein paar Monaten wirklich traurig war, als CMV angekündigt hat, dass aufgrund eines Streits zwischen ihnen und dem Verpackungshersteller der kleinen Hardboxen leider damit auch die Trash Collection gecancelt werden muss. Und ich war einer der Ersten, der natürlich laut aufgeschrien hat und gesagt hat, nein, das geht nicht, das darf nicht passieren. Die Trash Collection gibt es seit 17 fucking Jahren und die darf nicht einfach so ein Ende finden. Und natürlich heißt das, dass es irgendwie einen Umbruch geben muss und das Ganze relativ neu gemacht werden muss, aber es muss irgendwie weitergehen. Und ich habe, oder wahrscheinlich generell war ich nicht der Einzige, und wir konnten CMV davon überzeugen, dass sie mit der Trash Collection weitermachen, was für mich ein großartiger Moment ist. Und jetzt kommt tatsächlich der großartige Moment, denn ich habe das Paket bekommen. In Zukunft, für diejenigen, die sich interessieren, werden die Trash Collections in Staffeln veröffentlicht. Eine neue Trash Collection wird preislich bei sehr, sehr fairen 16,99 € liegen und es wird aber jedes Mal alle drei Titel, die gleichzeitig erscheinen, um 49,99 € auch in einem Paket geben. Auch das ein Preis, der meiner Meinung nach relativ fair ist. Aber ich habe jetzt eben hier von CMV die ersten drei Titel aus der neuen Trash Collection bekommen. Und entschuldigt, falls ich etwas emotional werde, aber ich werde mir jetzt zum allerersten Mal live vor der Kamera anschauen, wie die neue Trash Collection aussieht. Natürlich werde ich dann zu den einzelnen Titeln und den einzelnen Veröffentlichungen in den nächsten Tagen auch noch umfangreiche Reviews machen und euch über die Filme bzw. die Inhalte der Discs informieren. Aber jetzt geht es einmal tatsächlich wirklich nur um das Vorhandensein und die Existenz dieser New Trash Collection. Falls jemand das Video pausieren möchte und ein bisschen lesen möchte, das hier liegt ebenfalls noch bei. Mit 162 Titeln in über 17 Jahren ist die Trash Collection eine der umfangreichsten und langlebigsten Filmsammelreihen und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ganz ehrlich, bei 162 Titeln fällt mir ehrlich gesagt nur die Criterion Collection ein, die mehr hat, beziehungsweise die Indicator-Reihe von den Titeln und Reihen, die wirklich nummeriert sind. Natürlich, wenn man etwas wie Arrow Video als Reihe definiert, würde das auch noch reinfahren, aber sonst fällt mir ehrlich gesagt kaum etwas ein, was eben da diese Langlebigkeit und diesen Umfang der Trash Collection auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann. Ihr habt es vielleicht schon über Foren oder über unsere Facebook-Seite mitbekommen. Leider hat ein unschöner Vorfall und schlimmer noch das für uns nicht nachvollziehbare Verhalten danach mit dem Hersteller dieser Boxen das Vertrauensverhältnis zu diesem Anbieter so stark beschädigt, dass eine weitere Zusammenarbeit ausgeschlossen ist. Ja, verstehe ich vollkommen. Wer mehr wissen will über die Geschichte, schaut auf die Facebook-Seite von CMV. Da besagte Firma weltweit als einzige diese Art hier Hardboxen herstellt, bedeutet das, dass die Trash Collection, wie wir sie seit fast 18 Jahren kennen und lieben, nicht weitergeführt werden kann. Und tatsächlich hatten wir geplant, die Reihe aus diesem Grund zu beenden. Da hatten wir aber nicht mit dem Feedback und dem teils vehementen Widerspruch seitens der Fans der Trash Collection gerechnet und ihr habt uns überzeugt. Die Trash Collection ist so viel mehr als nur eine Verpackungsart. Es wäre falsch, die Reihe jetzt aus diesem Grund zu Grabe zu tragen. Wegen des Problems mit der bisherigen Verpackungsart kommen wir um ein paar Änderungen nicht herum, aber wir haben die Gelegenheit genutzt, um die Serie an ein paar Stellen deutlich aufzuwerten. Die wichtigste Neuerung und ein Wunsch, der bereits vielfach
auch von mir, geäußert wurde, die Titel der New Trash Collection werden neben einer DVD auch endlich eine Blu-ray enthalten, was ich absolut wichtig finde. Die Filme erscheinen in roten Doppel-Keep-Cases mit Wendecover. Auf der einen Seite findet ihr das modernisierte Trash Collection Design inklusive neuer Nummerierung. Wer also jetzt einsteigen möchte, hat die Chance mit Nummer 1 neu durchzustarten. Und auf der Wendeseite finden wir das klassische Design inklusive der fortlaufenden Nummerierung. Neue Titel reihen sich damit nahtlos in die bisherige Nummerierung ein. Sollte ein Titel in der neuen Reihe bereits innerhalb der ursprünglichen Trash Collection als DVD erschienen sein, wird die Wendeseite natürlich auch die ursprüngliche Nummer tragen. Bei den Keep Cases haben wir uns für die Variante in DVD-Größe entschieden, damit der optische Bruch mit den bisherigen Boxen so gering wie möglich ausfällt. Und ganz ehrlich, ich habe die Designs der neuen Trash Collection bereits vor einiger Zeit gesehen und ich bin der Meinung, dass es natürlich einen gewissen Bruch gibt, was den Stil und die Optik betrifft, dass das aber absolut nicht vermeidbar war und dass CMV, glaube ich, wirklich das Beste aus diesem Konzept rausgeholt. Ich zeige es euch jetzt einfach einmal exemplarisch. Natürlich schauen wir es uns dann in den einzelnen Reviews noch einmal genauer an. Aber ich muss echt sagen, das ist richtig geil. Das ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Und ja, natürlich sieht man einen kleinen Unterschied bei den Spines auch. Aber der ist fast vernachlässigbar. Das ist absolut, absolut genial. Das Einzige, was ich euch jetzt dann an der Stelle noch fragen würde, ist, welche Seite würdet ihr von dieser New Trash Collection quasi mit dem Spine ins Regal stellen? Die alte Version mit der fortlaufenden Nummerierung, wo es eben ab 163 weitergeht, oder die neue Version, wo es eben wieder mit der Nummer 1 neu anfängt. Und ich muss dazu sagen, ich bin mir selber noch nicht ganz 100% sicher. Mein aktueller Gedanke geht aber eher, und wir haben eben wie gesagt hier einmal die eine Coverversion mit den beiden Discs drinnen. Es handelt sich um ein Double Keep Case mit meinen persönlichen Lieblingsknöpfen. Zur Unterbringung der DVD. Ich glaube, ich tendiere eher dazu, wirklich die neue Nummerierung und den neuen Look zu nehmen. Alleine aus dem Grund, weil sie eben hier geschrieben haben, sollten Titel, die bereits in der Trash Collection erschienen sind, neu aufgelegt sind. Und ich glaube, das werden sicherlich einige sein, wenn ich daran denke, eben welche von den alten klassischen Trash Collection Titeln es ja mittlerweile auch als High Definition Version gibt. Und ich gehe fast einmal davon aus, dass eben über kurz oder lang alle von diesen Titeln dann auch in der neuen Trash Collection erscheinen werden. Glaube ich, dass es dann eben einige Dinge gibt, die sich dann tatsächlich dazwischen einreihen müssen. Und selbst wenn der optische Bruch jetzt wirklich marginal ausgefallen ist, glaube ich nicht, dass es mir als wirklichen Fan der absoluten Einheitlichkeit nicht stören würde, wenn es quasi dann an 10 Stellen im Regal und in der Reihe eine solche Unterbrechung gibt. Da ist, glaube ich, der Bruch einfach besser, wenn hier einfach anschließt und die Reihe neu beginnt. Aber das ist einfach jetzt nur mein erster Gedanke und meine erste Überlegung. Würde mich sehr, sehr interessieren und sehr, sehr freuen, auch eure Meinung dazu zu lesen, beziehungsweise natürlich eben auch zu den Titeln, die wir hier bekommen haben. Was ich absolut fair finde, ist die Preisgestaltung. Natürlich bekommen wir quasi eine abgespeckte Version, die zwar sowohl die DVD als auch die Blu-ray enthält, dafür aber keinen Schnickschnack wie Booklets oder sonstige Sachen, aber dafür ist meiner Meinung nach auch die preisliche Gestaltung absolut fair. Und ich finde, am Ende des Tages darf man eines nicht vergessen, die Trash Collection geht weiter. Yes!